Unser Top-Thema, das Weiße Haus, verurteilt die Veröffentlichung von über 90.000 US-Militärakten aufs Schärfste. Sie schildern Zustände, die viele Veteranen, die dort waren, nur allzu gut kennen. Mehr zivile Opfer als jemals berichtet. Unerklärbare Verluste Amerikas, fragwürdige Gefechtstaktiken. Der Leak zwingt das Weiße Haus zur Verteidigung seiner Afghanistan-Strategie. Offenes, transparentes Regierungshandeln wird auch vom Präsidenten als wichtig angesehen. Aber der Diebstahl von Geheiminformationen und deren Weitergabe ist ein Verbrechen. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Was ist schlimmer für die nationale Sicherheit? WikiLeaks oder schlechte US-Politik? Nach der Veröffentlichung von Kriegsprotokollen aus Afghanistan gab WikiLeaks bekannt, es besäße über 250.000 diplomatische Depeschen, die in Kürze veröffentlicht würden.